Samstag besuchten wir die zweite Klasse Süd B. In der 9. Runde spielte der FC Stinaz gegen den SC Ollersdorf. Zu diesem Derby kamen fast 400 Leute, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Savik Faruk geleitet. Die Stinazer in den Vereinsfarben Gelb-Schwarz ist ein sehr junger Verein, welcher sich erst in diesem Jahr wieder gegründet hat. Und Tor! Das schauen wir uns noch einmal an. Torwart, Rebek. Ein Weitschuss zu Konrad und der lenkt den Ball ins Tor. 0:1 in der ersten Spielminute. Torschütze, Christian Konrad. Nun weiter zur Geschichte. Stinaz hat dieses Jahr wieder die Kampfmannschaft aufgestellt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die komplette Mannschaft aus Einheimischen und aus der Umgebung gestellt wird. Jeder von ihnen macht es aus Überzeugung ehrenamtlich und bekommt keine Aufwandsentschädigung. Auch im Nachwuchs, von der U7 bis U13, ist Stinaz voll dabei. Jetzt versuchen die Gäste, weitere Tore zu erzielen. Horvath, Domokos mit einem Weitschuss, aber der aufmerksame Tormann wehrt ihn ab. Freistoß. Was man bei diesem Derby auch erwähnen muss, ist, dass Ollersdorf zurzeit auf Platz 1 befindet und vom Minihof dicht verfolgt wird. Minihof hat zwar gleich viel Punkte, ist aber wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Platz 2. Sivkovic versucht sein Glück. Knapp daneben. Stinazer Trainer Radakovic Raimund. Freistoß für die Gäste. Nedeljko, guter Schuss, abgewehrt durch den Verteidiger Kovacic. Und wieder abgewehrt. Eckball für die Gäste. Strobel. Fehlpass zu Halper. Jetzt ist es ein richtiger Kampf um den Ball. Tot. Domokos. Und abgewehrt. Einwurf. Hirmann. Nastase. Sargmeister. Und da gibt der Schiedsrichter Abseits. Eine sehr umstrittene Szene. Die erste Halbzeit endete mit einem 0:1. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die Sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf Sie. Aber wo? In Kobersdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr um nur 1 Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at. Willkommen zur zweiten Halbzeit der zweiten Klasse Süd B zwischen dem FC Stinaz gegen den SC Ollersdorf. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit hatte Stinaz. Kovacic, Schuss knapp über das Tor. Die nächste Chance kam von den Gästen. Konrad erwischte den Ball nicht richtig und schoss am Tor vorbei. Freistoß.
Sivkovic. Guter Freistoß, aber Sagmeister erwischt den Ball nicht. Eckball. Guter Schuss. Abgewehrt. Und der Nachschuss ging neben dem Tor. In der nächsten Zeit passierte weniger interessante Szenen, außer gelbe Karten und Fouls. Torwart gibt weiter an Domokos. Der zögert nicht. Und Tor! Aber dieses Tor wird wegen Abseits nicht anerkannt. Eckball. Komorocci. Und Tor! Ollersdorf vergrößert auf 0:2 in der 77. Spielminute. Torschütze Christoph Komorocci. Große und laute Unterstützung gab es für die heimische Mannschaft durch die Sektion Schirm, die auch bezüglich ihrer Schirme eine Geschichte hat. Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit. Tod. Torwart. Ein langer Schuss. Und Tor. Der Tormann erwischte noch den Ball, aber nicht gut genug. Und somit erhöht Ollersdorf den Vorsprung auf 0:3 in der 94. Spielminute. Torschütze Leonard Horvath. Nach 6 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen den FC Stinaz gegen den SC Ollersdorf mit einem Endresultat von 0:3.